Ich verspreche euch, ich werde euch hier rausholen, Blinkys Eltern, und ich werde euch zurückverwandeln in echte Menschen, wollte ich gerade sagen, aber das sind ja gar keine Menschen. Ladies and Gentlemen, ahoi und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Minecraft Farm. Oh yes. Leute, wir haben in der letzten Folge hier einen kleinen Einbruch begangen. Und zwar sind wir eingebrochen in das Haus von der bösen Nachbarin. Denn die hat sich herausgestellt, ist tatsächlich auch eine Hexe. Ja, sie hat hier unten ganz viele Hexenbücher und Hexenkrimskram und sowas. Und einen Mörser und weiß ich nicht was alles. Und vor allem hat sie Blinkys Eltern verwandelt in Statuen. Aber nichtsdestotrotz, das ist nicht das Einzige, was sie macht, denn sie hat nämlich jetzt auch vor, unsere Farm nochmal zu zerstören. Das letzte Mal hat sie das Ganze mit einem Tornado geschafft und jetzt will sie die Farm endgültig zerstören und zwar mit einem Erdbeben. So, und da ist sie jetzt, glaube ich, gerade unterwegs und jetzt müssen wir irgendwie herausfinden, wie wir sie abhalten können davon, unsere Farm dem Erdboden gleichzumachen mit einem Erdbeben. Das reimt sich sogar. Nein, da ist sie. Da vorne im Wald. Ich glaube, sie ist unterwegs. Leute, ich glaube, sie ist unterwegs zu unserer Farm. Oh nein. Aber wie können wir sie jetzt davon abhalten? Sie hat einen Zauberstab. Ich sehe, sie hat irgendeine Art Zauberstab oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was sie mit dem machen kann. Und sie will irgendwie ein Erdbeben verursachen. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie eine Möglichkeit finden. Nur weiß ich nicht, wie. Wo ist sie denn jetzt hin? Hä, wo ist sie denn jetzt? Oh Gott. Upsi, da wollte ich gar nicht rein. So ein Mist aber auch. Warte mal, kommen wir hier wieder raus? Wir können doch bestimmt hier einmal rüberjumpen, oder? Und zack. Oh mein Gott. Nein. Was? Was macht sie da? Oh, das gibt's doch gar nicht. Du bist aber ein hübsches Frettchen. Mal sehen, wie du gegrillt aussiehst. Leute. Oh Gott, das darf nicht wahr sein. Wo sind wir hier? Sag mal, sind wir... Wir sind im Keller von der Irren. Oh, das darf nicht wahr sein. Und vor allem, wir sind wieder ein Mensch. Und kein Frettchen mehr. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen hier irgendwie rauskommen. Warum sperrt ihr uns einfach in dem Keller ein? Da vorne sind... Oh nein, da ist sie. Was macht sie da? Nein. Was willst du denn? Lass mich aus deinem Keller raus. Was sperrst du mich hier einfach ein? Sag mal, geht's noch? Alles klar bei dir? Hab ich doch richtig gesehen, dass ein dreckiges Wiesel in meinem Keller war. Nun gut, du wirst nun Blinkys Eltern Gesellschaft leisten. Bist du bereit? Was willst du damit sagen? Nein. Was war das? Was war was? Habt ihr es auch gehört? Ich hab wirklich was gehört. Warte mal. Oh nein, ich hoffe, sie wird... Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Sie ist, glaube ich, gerade abgelenkt. Wir müssen irgendwie einen Ausgang finden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ey, wo kommst denn du her? Oh mein Gott, bitte lass mich raus. Mach auf, mach auf, mach auf, mach auf. Schnell. Die böse Frau ist hier. Das ist ihr Haus. Aber wie kommst du überhaupt hierher? Wir müssen schnell abhauen. Komm schnell, Ravioli hat deine Fährte gerochen. Wir müssen der Hexe das Handwerk legen. Ja, wie wollen wir das denn machen? Warte mal, ich habe eine Idee. Aiden, geh bitte die Hexe holen, okay? So schnell du kannst. Versuch sie herzulocken. Du darfst dich nicht erwischen lassen oder so, aber versuch sie herzulocken, okay? Ich habe eine Idee. Ja, los, geh! Geh, Aiden! Hol sie! Okay, Leute, wir haben einen Plan. Und zwar werde ich jetzt einfach mal diese Tür öffnen von der Zauberkammer. Oh mein Gott. Sag mal, können wir? Sind wir so unauffällig genug? Ich weiß es nicht. Okay, wir werden jetzt einfach abwarten. Und wenn sie da jetzt runterkommt, dann können wir sie vielleicht sogar mit ihren eigenen Waffen schlagen. Ich hoffe, dass sie wiederkommt und ich hoffe, dass Aiden nicht... Da ist sie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie darf uns nicht sehen. Da vorne steht sie. Wo ist sie hin? Wie konnte sie nur entkommen? Geh rein, geh doch rein. Sie ist drin. Sie ist drin. Zack. Oh mein Gott, wir haben sie zugemacht. Wir haben es zugemacht. Ja, jetzt bist du da drin gefangen in deiner eigenen Zauberkammer. Und weißt du was? Verwandlung starten. Ich denke, es wird Zeit, dass du selbst zu einer Statue wirst. Und zack! So ein Nickerchen tut einem manchmal doch schon ganz gut. Oh Mann, Freunde. Es ist dunkel draußen. Hört ihr das? Das Feuer im Kamin knistert. Hier...
ist unser kleiner süßer Kuscheltier-Elch. Und ich glaube, Leute, wir haben es geschafft. Draußen ist eine Party. Die Ziegen, die tanzen schon rum. Oh mein Gott. Lass uns mal zusammen aufs Dach schauen. Ich würde gerne mal wissen, was mit dem V so los ist. Ob der mittlerweile sich getraut hat, tatsächlich seine echte Gestalt wieder anzunehmen und sich... Das ist der Farmer. Der hat sich zurückverwandelt. Hey, alles klar bei dir? Wie sieht's aus? Nanu, es piekst mich am Hintern. Du sitzt ja auch auf einem Vogelnest. Du solltest da langsam mal runterkommen. Ihr habt es geschafft. Die Farm ist gerettet. Was für ein Glück. Oh yeah, der nickt die ganze Zeit. Freunde, wir konnten endlich diese Farm wieder retten. Und ich bin mega gespannt, denn eigentlich sollten wir nämlich morgen früh noch Besuch bekommen. Hey, guck mal, da ist Aiden. Da ist Aiden. Was macht der da? Er und Ravioli, nur dank Aiden konnten wir das Ganze überleben. Wenn Aiden nicht gewesen wäre, dann wären wir wahrscheinlich eine Statue geworden hier in Minecraft Farm. Er hat uns das Leben gerettet. Wie cool ist das denn? Aiden, Kollege, warte mal, ich komme mal runter. Ich würde gerne mal, und hier haben wir, ich bin sofort bei dir. Ja, warte mal kurz, ich muss mal kurz mit Blinky reden. Blinky, deine Eltern, bist du glücklich? Meine Eltern, sie leben. Ich bin so überglücklich. Das habe ich mir gedacht, denn wir haben Blinkys Eltern wiedergefunden und zurückverwandelt. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht so ganz, warum deine Eltern ein Pferd und ein Igel sind. Aber ich finde es cool. Ich finde es wirklich cool. Du bist die mutigste Maus, die ich je getroffen habe. Und ich habe schon viele Mäuse kennengelernt. Tatsächlich, hast du schon... Ich meine, du bist ja auch ein Igel. Du hast bestimmt die ein oder andere Maus mal getroffen. Dankeschön übrigens. Du hast dich um unseren Blinky gekümmert, als wir weg waren. Ja, das habe ich. Wir werden dir ewig dankbar sein. Alles gut. Blinky ist ein echt netter Kollege, muss ich sagen. Und Blinky und ich hatten echt eine sehr, sehr gute Zeit hier in Minecraft Farm. Von daher, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht. Blinky, ich bin froh, dass du deine Eltern jetzt wieder hast. So, Aiden, was ist denn hier... Oh, warte mal. Ist das nicht das Huhn, das wir mal... Wie schön, wieder mit Blinky spielen zu können. Das haben wir doch am Anfang mal kennengelernt von Minecraft Farm hier. Aiden, was machst du hier so? Alles klar bei dir? Du hast Ravioli mitgebracht, sehe ich gerade. Nur eins fehlt jetzt noch zu unserem Glück. Komm mit, Easy. Ich habe eine Überraschung. Was? Was? Was für eine Überraschung hast du? Wo wollen wir denn hin? Okay. Da war ich, da komme ich doch gerade her, Aiden. Du kannst... Hier ist doch nichts. What? Nein. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Oh mein Gott, er hat die Statuen von der fiesen Nachbarin hier einfach an den Kamin gestellt. Ja, Aiden, ich muss sagen, der Farmer hat zwar gesagt, dass du kein ästhetisches Empfinden hast, aber ich muss sagen, an der Stelle, da sehen die beiden doch tatsächlich ziemlich gut aus. Ist ja mega funny, alles klar. Na gut, Aiden, ich lasse dich dir mal hier allein. Ich würde sagen, wir essen einfach noch ein kleines bisschen. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, was hier morgen früh so passieren wird. Ach, der Weihnachtsmorgen, die Sonne scheint und kein einziges Stückchen, Flöckchen oder was auch immer Schnee liegt hier in Minecraft Farm. Das kann nicht wahr sein, dafür haben wir es schön geschmückt. Blinky, wie sieht's aus? Sieh mal, Geschenke, ja, richtig viele toll verpackte Geschenke, die leider leer sind, aber das verraten wir Blinky nicht. Ich wünsche viel Spaß beim Auspacken, Blinky, in manchen ist tatsächlich irgendwas drin. Okay, Leute, also hier auf der Farm haben wir natürlich gestern eine kleine Party gefeiert und ich glaube, bevor hier jetzt irgendwas passiert, sollten wir ein bisschen was von den Sachen wieder aufräumen, damit hier nicht alles irgendwie total im Kauderwelsch rumliegt. Nein, der Preisrichter ist schon da. Hallo, Herr Preisrichter, ich wollte eigentlich noch aufräumen. Aber, naja, das ist alles noch ein bisschen doll geschmückt wegen gestern. Wir haben nämlich eine Party gefeiert. Wow, der Blütenhof sieht dieses Jahr wieder wunderschön aus. Finden Sie? Dankeschön. Normalerweise wäre die Bullen Ranch eine ernsthafte Konkurrenz gewesen. Aber was denn? Aber irgendwie kann ich die Besitzerin nicht antreffen. Wie dem auch sei, hier ist euer Preis. Nein, wirklich? Haben wir gewonnen? Oh mein Gott. Farm des Jahres. Wir haben den Preis gewonnen. Dankeschön, Herr Preisrichter. Ich glaub's ja kaum. Ich weiß auch nicht, warum die Frau von der Bullen Ranch nicht da ist. Das kann ich Ihnen leider auch nicht sagen. Aber danke auf jeden Fall. Alles klar. Oh mein Gott. Leute, wir sind die Farm des Jahres. Wir können uns den Preis aufstellen, mitnehmen und machen, was auch immer wir wollen mit diesem wunderschönen Preis. Und hier hinten, ja, da ist die Besitzerin der Bullen Ranch. Das steht sie doch mit ihrem Bullen, der irgendwie... Ach, auch nicht besonders nett war, muss ich sagen. Hier war ein bisschen was los, aber wir haben es geschafft. Wir haben die Ranch gerettet. Blinky hat seine Eltern wiedergefunden und es ist alles mega, mega schön geworden.
Das ist fantastisch. Ich bin so glücklich. Ja, ich finde es auch fantastisch, dass wir hier diesen Preis gewonnen haben. Ich weiß nur noch nicht so genau, was wir damit anstellen sollen. Oh mein Gott. Aiden, du hast mich zu Tode erschreckt. Was weißt du denn? Was? Ich habe im Keller etwas gefunden. Es war plötzlich da. Ich glaube, so kommen wir zurück nach Haus. Wo im Keller? Wo hast du was gefunden? Okay. Warte, ich folge dir. Lassen wir das einfach auf. Oh mein Gott. Da ist ein Portal. Als ob. Okay, crazy, Aiden. Alles klar. Warte hier, okay? Ich gehe mich noch kurz verabschieden. Leute, wir können doch nicht einfach so gehen. Blinky, es war wunderschön mit dir. Ich bin so glücklich, dich kennengelernt zu haben. Und ich werde dir auf jeden Fall versprechen, danke für alles. Du wirst mir fehlen. Komm uns besuchen. Genau das wollte ich gerade sagen. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen und wir werden Blinky auf jeden Fall auch mal besuchen. Oder du kommst uns in Minecraft Haus besuchen. Das wäre doch auch mega schön. Bis dahin, mach's gut und ich wünsche dir eine schöne Zeit mit deinen Eltern. Freunde. Ja, ich würde sagen, das war's mit Minecraft Farm. Wir haben die Farm hier renoviert. Wir haben Blinkys Eltern wieder gefunden. Wir haben Aiden zufällig getroffen, was auch mega lustig war. Der Farmer ist wieder ein Mensch geworden und wir haben sogar den Preis für die Farm des Jahres gewonnen. Wer hätte das gedacht? Aiden, ich würde sagen, du packst jetzt mal Ravioli mit ein. Aiden? Aiden, jetzt komm aus dem Schlamm raus. Das kannst du doch im Haus noch genug machen, du kleiner Schlammmensch. Macht's gut, ihr süßen Schweine. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier und wunderschöne Zeiten auch für dich, kleine Ziege und für die Hasen und Blinkys Eltern und alles und Aiden. Und ich würde sagen, Aiden, wir werden jetzt gemeinsam mit Ravioli zurückreisen auf in die Welt von Minecraft House.